Am kommenden Wochenende ist Ostern. Was spielt Ostern für eine Rolle in deinem Leben, beziehungsweise was machst du an Ostern? Also Ostern ist für mich eigentlich so die Zeit, wo man mit der Familie ist. Sonst hat es eigentlich keine grosse Bedeutung für mich. Ich habe halt in dieser Zeit Geburi, darum ist es auch noch etwas Spezielles. Ostern spielt nicht so eine krasse Rolle. Also ich verbringe meist einfach nur Zeit mit meiner Familie. Also früher war das eher was Besonderes für mich, weil es halt Süßigkeiten gab, als ich kleiner war und so, aber sonst nicht so dolle. Ich bin jetzt vorausgesehen zu Hause. Wir werden einfach mit der Familie halt das feiern, so wie man es macht. Also ich mache eigentlich, meine Familie und ich kennen es früher, haben wir so, was man halt so macht mit den kleinen Kindern, so Eier versteckt und so. Aber jetzt machen wir eigentlich nichts mehr. Also ja, ist nicht so etwas Spezielles für uns. Also ich mache eigentlich nichts Spezielles, also wir machen nichts Spezielles. Früher halt haben wir einfach so Eier und so versteckt, aber jetzt feiern wir eigentlich Ostern nicht mehr so. Was ist der Ursprung von Ostern? Das... Raffi, hilf mir! Das weiß ich gerade gar nicht, tut mir leid. Ja, also ich hatte halt noch in der Grundschule Religionsunterricht, hat man dann immer drüber geredet, aber ich bin nicht so religiös, deswegen, ja. Ja, ich würde vor allem sagen, dass... Ja, scheiße. Dass der Jesus erhängt worden ist. Ja, also nicht erhängt, sondern kreuzig, genau. Ja, und das feiert man in dem Sinn. Aber Ostern ist der Jesus auf, als Kreuz genagelt worden. Nein. Keine Ahnung. Und jetzt noch letzte Frage. Fisch am Karfreitag, top oder flop? Ich würde sagen top. Also ich selber esse wahrscheinlich kein Fisch am Karfreitag, aber ist wahrscheinlich, bei gewissen Leuten spielt es ja schon eine rechte Rolle. Was? Ja, Karfreitag ist ja so der Tag mit dem Fisch. Ja. Ist das bei euch auch ein Ding? Nein. Top nicht, aber man macht es, weil es halt einfach so der Brauch ist und man hängt sich dort an. Es ist nicht so, dass ich das brauchen würde. Nein, ist kein Ding für mich. Also ich kenne das eigentlich gar nicht. Nein, eigentlich nicht.